Hier steht keine Vergrößerung geplant. Haben wir vielleicht den, oh Gott, haben wir den Bahnhof zu dicht an der Fabrik gebaut, dass die. Ah doch, jetzt Vergrößerung geplant. Alles klar. Nee, doch, da haben wir doch gesagt, er baut eigentlich immer auf der gleichen Fläche. Er reserviert die schon von Anfang an. Okay. Haben wir letztens sowas mal gedacht. Siehst du da diese komischen Brachstücke links daneben an Wiese? Dass das Die da haben die dann noch dazu Texturen. gehört. Ich weiß aber, warum wir so wenig transportieren, weil ja unsere Fabrik hat ja bloß eine Produktion von 50. Dann ist es ja klar, dass wir ja nur so wenig Kunststoff produzieren. Dann ist mir das alles klar. Ja, und du musst auf jeden Fall noch ein, zwei weitere Städte damit beliefern. Ich habe Und hier. da meinst du, dass das explodiert? Hier steht Potenzial 250. Ich hab daran schon drei Städte angeschlossen, will ich mal nur so kurz sagen, gell? Ja. Ja, vielleicht sind wir zu ungeduldig und das braucht seine Zeit. Der Weg ist ja auch ziemlich lang, bis das alles. 1%. Es geht über 100. Nochmal kurz darauf gesagt. Wir haben jetzt hier 93%, haben wir Lebensmittel und 9% Werkzeuge. Das sind 101%. Ne, 102% sogar. Ja, das sollten wir im Auge behalten. Es kann ja sein, wenn die zum Beispiel mit allen drei Gütern gut versorgt werden, dass dann natürlich die Bevölkerung schneller wächst und größer wächst, ne? War ja bei Transportgigant auch so. Bevölkerung, Eier und Käse und alles immer kriegte, also mindestens zwei voll gedeckt waren, dann entwickelte es sich weiter. Ne? Oh, ich glaube, ich habe hier die Linien falsch gesetzt. Die Linien falsch gesetzt. Ach ja, Centauri. In diesem Spiel gibt es auch Kampagnen, das gab es ja vorher nicht. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass Modder eigene Kampagnen erstellen können. Also das wird dann noch richtig interessant. Richtige Aufgaben. Ah, okay. Das klingt auch interessant. Was ich mir jetzt gerade so frage oder was ich mir bildlich vorstelle, wurde sich dazu geäußert, warum es keinen Multiplayer gibt? Weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man, so wie es in der Realität auch läuft, was weiß ich, Deutsche Bahn, Regionalbahn von hier, wie heißt diese Ableger, Westfalenbahn, dass man das trotzdem alles zusammenlegt. Das müsste also multiplayermäßig, wäre es bestimmt eine geile Sache. Also die haben diesen Wunsch der Community auch wahrgenommen und haben daran Was? herumexperimentiert. Was macht denn ihr? Die liefern hier Werk. Was macht Alter. Was machen die? Okay, jetzt mal ganz kurz, was ich gerade entdeckt habe. Ich habe ja die Linie hier, wo ja die Lebensmittel. Nee, hä? Warte mal. Warum? Und was macht der jetzt mit dem. Was macht der jetzt mit dem Werkzeug? Hä? Die warten jetzt auf. Werkzeug. Wartet auf Lebensmittel Alum. Das verstehe ich jetzt nicht. Was? Die liefern die Werkzeuge hier kreuz und quer über die Map. So. Weil es diese 20-Minuten-Regel nicht mehr gibt. Also hier ist die Produktion. Ja? Die Stadt wird dann mit LKWs versorgt. Die liefern das höchstwahrscheinlich hier ab, womit der Güterbahnhof transportiert wird, erreicht wird. Da werden Werkzeuge hingeliefert, die, das musst du dir mal geben, die dann hier mit dem Zug mitfahren, ja,
hier oben zu unserer Lebensmittelfabrik, dort umsteigen, ja? Und dann sozusagen hier nach Kühdorf kommen. Ja, what? Ich weiß ja, dass es bei Railroad Tycoon 3 ja auch so eine Art Warenansicht gab. Da konnte man immer sehen, wie das auf der Map so gewandert ist. Irgendwann zum Beispiel dann so nach 30 Jahren kam das von der einen Seite der Karte auch irgendwann mal auf der anderen Seite an. Einfach nur so über Landwege. Ja? Vielleicht ist da ja auch irgendwie sowas so. Dass die in Richtung Bedarf auch wandern, ne? Wahrscheinlich. Und dadurch auch das Preis-Leistungs-Verhältnis verändert wird. Da bin ich ja mal gespannt, was da noch irgendwo ist. Ja, aber ich kann dir auch sagen, woran es lag. Ich habe nämlich vorhin die Züge vertauscht, denn wir haben ja hier zwei neue Linien reingemacht, wie ihr seht, einmal hier durch die Stadt durch. Und das ist hier hinten am Industriegebiet angeschlossen. Dieser Bahnhof. Und der obrige, den wir ja schon hatten, der ist am Gewerbe angeschlossen. Und ich hatte vorhin die Zulieferung vertauscht. Das heißt, ich habe sozusagen die Maschinen, die wo für die Industrie waren, habe ich hier oben angeliefert. Und die Werkzeuge hier nach hinten. Vielleicht hat sich deshalb diesen Weg über diesen, ich nenne es jetzt mal Umschlagsplatz, gesucht. Aber nochmal zum Multiplayer, der war so mitgeplant, vor allen Dingen in der Berücksichtigung, aber in der Kürze der Zeit können die da jetzt noch nichts zu sagen. Machen sich weiter Gedanken, aber das ist alles offen. Wir müssen mal überlegen hier, ich baue hier mal wieder ein paar Signale rein, damit wir hier auch eine höhere Taktung haben, weil da sind dann doch schon einige Linien unterwegs. Bin sogar schon am überlegen, diese Strecke hier dreigleisig auszubauen, weil da laufen schon vier Linien drüber, über zwei Gleise. Ist der Centauro noch da? Ich glaube ja. Irgendwie meinte ich, hätte ich vorhin gehört, bin mal kurz weg oder irgendwas. Ach so. Ich hätte vielleicht doch die Variante mit dem Holz machen sollen, aber die Holzlieferung, die wäre halt bitte aus einem komplett anderen Teil der Map geworden oder gekommen. Ja, Juno, Multiplayer ist auch eine Kostenfrage. Überleg mal, was ein Server kostet. Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin da nicht erfahren. Ich habe solche Spiele auch noch nie mit Multiplayer gespielt. Das Einzige, was so ein bisschen ähnlich ist, ist ja SimCity. Ja, das hatte ja Multiplayer. Ja. Und da meinte irgendwie auch einer von Urban Games, dass das in der Entwicklung auch ziemlich lange dauert, alles das richtig dahin zu kriegen. Und dann müssten wir wohl noch viel länger auf so ein Spiel. Darum, die haben es nicht verneint, aber auch nicht bejaht. Wir könnten hier die Fabrik natürlich auch noch zusätzlich mit Öl beliefern. Wäre eine Möglichkeit. Oder? Bitte? Es wäre eine Möglichkeit, diese Industrie zusätzlich noch mit Öl zu beliefern. Diese Kunststofffabrik. Ja, aber dann brauchst du ja kein Getreide mehr. Na, bloß zusätzlich. Ja, zusätzlich, weil das Lager läuft immer leer. Also gibt nicht. Ja, aber irgendwann wird doch das Getreide. Wird die Produktion nicht erhöht? Nicht wirklich. Oha. Was ist denn hier passiert?
Hier müssen wir auch mal was. Ja, ich schätze mal, dass man da so einen kleinen LKW-Verkehr vielleicht mal macht zu der Getreidefabrik. Einfach so. Hä? Okay, hier warten 377 Getreide. Ich glaube, wir müssen hier mal unsere schönen Dampfrösser abschaffen. Sind zwar schön und gut, oder aber. Oder noch eins zusätzlich. Ah, ich bin eher für. Weiß nicht, wie das wirtschaftlich aussieht. Ich bin eher. Der Zug macht wahrscheinlich am meisten Gewinn. Getreide. Hä? Der fährt wieder Getreide zurück? Oder liefert der ab? Der liefert ab, der das macht 4 Millionen, macht der plus. Was macht der jetzt? Was ist denn das dafür, eine Ware? Das ist Getreide, das ist Lebensmittel. Das sind. Also der liefert Getreide an. Getreide und Vieh. Könnten wir sagen, dass wir die elektrisch machen? Ich wäre dafür. Das ist ja eh und je dein Spiel. Ich halte mich hier völlig zurück. Nein, stimmt nicht. Ich sag gleich noch was. Ich wünsche mir, dass du nachher eventuell einen LKW oder so schickst von dem anderen Bauernhof, den Kopfbahnhof hin. Kann sein, dass der dann schneller erkennt, dass die Produktion erhöht werden soll. Ach so, du meinst bei dem anderen, dass man. Okay, ich verstehe, ja. Da reicht sehr wahrscheinlich ein LKW aus, weißt du, der dann immer hin und her fährt. Ja, Ronny, das stimmt. Mal gucken, wie lang sind denn die Bahnhöfe? 160. Der hier oben wahrscheinlich auch, oder? Jo. Machen wir einfach mal hier eine neue Linie. Wo haben wir sie denn? Dann lachen wir hier Getreide only. Machen dann noch einen Mix. Ja, Junior oder Unor, also ich freue mich auch auf nächste Woche. Nee, das ist Ronny. Ronny, muss rückwärts lesen. Hat er mir vorhin geschrieben. Musste rückwärts lesen. Boah, wie machst du mich sprachlos? Okay, Ronny. So, jetzt pass auf. Du bist jetzt leer, ich gell? Ich finde, das Spiel läuft hier sehr gut schon. Also, ich wäre zufrieden, wenn die Endversion schon so ist. Da bin ich völlig zufrieden. Ich mache hier keine falsche Werbung, sondern ich kenne Train Fever und andere Spiele und das ist genial. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Muss reichen. Was hab ich jetzt? Ich wollte was ganz anderes heute Nachmittag. Du ziehst mich da in den Bann mit dem Spiel. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt habe ich den. Oh, jetzt habe ich die Dampflok auch wieder drauf geschickt, gell? Ja, das lenkt ab, wenn man hier redet. Ja. Halt, du bist doch jetzt auch leer.
Ja, komm, fahr nochmal.